Peppa und ihre Familie fliegen mit einem Flugzeug. Juhu! Ja! Ich liebe das Fliegen im Flugzeug. Aber nicht jeder fühlt sich im Flugzeug so wohl. Oh, hallo, Madame Gazelle. Schorsch und ich lieben das Fliegen. Fliegen Sie auch so gern? Ah, Peppa, eigentlich ist heute meine allererste Flug und ich habe Angst. Ich habe eine Idee. Frau Mümmel, können wir höher fliegen? Also richtig, richtig hoch. Klar doch, warum nicht? Es ist richtig toll, wenn das Flugzeug so hoch fliegt, Madame Gazelle. Da, wir sind fast im Weltraum. Zu hoch! Zu hoch! Können wir richtig tief fliegen, Frau Mümmel? Natürlich! Zu tief! Viel zu tief! Drehen wir doch einfach ein Looping! Nicht geholfen, Schorsch. Da, Madame Gazelle. Diese Wolke sieht aus wie ein Vogel. Sehen Sie sie? Ja, ich sehe sie. Und die da sieht aus wie eine erholsame, einsame Insel. Dinosaurier! Das ist nicht gut. Ich schließe einfach meine Augen und warte, bis wir gelandet sind. Oh je. Hallo, habt ihr zwei Lust auf ein Malbuch? Die machen Spaß. Oh ja, bitte. Möchten Sie mit uns Figuren ausmalen, Madame Gazelle? Nun, ich schätze, das könnte mich etwas ablenken. Sieh dir das an! Die Linien, die exakte Darstellung. Unglaublich gut! Fantastisch! Hurra! Wir sind gelandet! Jetzt wirklich schon? Ich hatte so viel Spaß. Ich habe gar keine Angst gehabt. Sagte ich doch. Fliegen macht so viel Spaß. Danke für eure Hilfe, Peppa und Schorsch. Nun freue ich mich schon auf den Rückflug. Basketball. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und ihre Freunde sind auf dem Sportplatz. Kinder, heute haben wir einen besonderen Gast und er spielt mit euch Basketball. Oh! Hallo! Papa, es ist noch nicht Abholzeit. Zu uns kommt heute erst noch ein Basketballlehrer. Das bin ich. Ich bin euer Coach. Einen Basketballlehrer nennt man Coach. Gut gemacht, Papa. Peppa, nenn mich Coach. Okay, Papa Coach. Kann denn einer von euch schon Basketball spielen? Nö. Es macht Spaß. Ihr müsst rennen, den Ball titschen und in den Korb werfen. Boah! Baby-Eier leicht. Oh. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Um gut in Basketball zu sein, muss man hart trainieren und sich fit halten. Sind Sie denn fit, Papa Coach? Ja, ich bin super fit. Aber Papa Coach, du hast ein dickes Bäuchlein. Dieses Bäuchlein sind pure Muskeln. Zuerst spielen wir mal den Ball von hier nach hier. Das krieg ich wohin. Nein, Klausi, doch nicht mit deinen Füßen. Das ist Fußball. Klausi Kleff mag Fußball.
Beim Basketball titscht man den Ball mit seinen Händen. Seht mal her. Wer möchte es mal probieren? Ich. Luzi Locke titscht den Ball sehr vorsichtig. Gut gemacht, Luzi. Jetzt probiert es alle aus. Alle üben, den Ball titschen zu lassen. Und jetzt zeige ich euch angreifen. Was ist angreifen? Angreifen heißt, einem anderen Spieler den Ball abzunehmen. Schaut her. Versuch ihn mir abzunehmen, Schorsch. Schorsch ist sehr gut im Angreifen. Jetzt wirf den Ball in den Korb. Du brauchst nur noch ein kleines bisschen mehr Training, Schorsch. Machen wir ein kleines Übungsspiel. Teilt euch mal in zwei Gruppen auf. Die Mädchen gegen die Jungs. Die Mädchen bilden das eine Team, die Jungen das andere. Das ist unfair. Wir haben die beiden Kleinen in unserem Team. Das macht gar nichts. Die Jungs werden trotzdem gewinnen. Ja, wir sind das Superteam. Ah! Emily Elefant hat einen sehr langen Rüssel. Emily benutzt ihren Rüssel. Das ist unfair. Psst, Peppa. Sie ist doch in unserem Team. Ach ja, es ist doch fair. Es ist unfair. Wir wollen, dass Emily in unser Team kommt. Nein, sie ist in unserem Team. Nicht streiten. Ihr könnt alle in dasselbe Team. Okay. Die Kinder bilden alle zusammen ein großes Team. Oh, gegen wen spielen wir denn? Also... Hallo! Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Ich hab's. Ihr könnt gegen die Erwachsenen spielen. Aber sie sind viel größer als wir. Ja, aber ihr hattet ein Basketballtraining bei Papa Coach. Ja, lasst uns anfangen. Wir sind das Kinderteam. Ja! Wir sind das Erwachsenenteam. Wir sind bereit. Ich bin ziemlich gut im Tennis. Ja, gut, aber wir spielen Basketball. Man muss den Ball von oben in den Korb werfen. Und dabei darfst du nur deine Hände benutzen. Oder deinen Rüssel. Aber nicht deine Füße. Achtung, fertig, los! Herr Elefant ist am Ball. Angriff von Schorsch. Pass zu Zoe Zebra. Weiter zu Linus Löffel. Und Peppa wirft den Ball in den Korb. Yippie! Das Kinderteam hat gewonnen. Hurra! Und alles nur dank Papa Coach. Ein Geschenk für Oma und Opa. Mama und Papa Wutz verpacken ein Geschenk. Oh, ein Geschenk. Ist das für mich oder Schorsch? Nein, Peppa. Es ist weder für dich noch für Schorsch. Och, ist es zum Spielen? Nein, es ist eine Glasvase. Das ist aber ein langweiliges Geschenk. Es ist eben ein Erwachsenengeschenk. Wir haben es für Oma und Opa Wutz gekauft. Es ist ein Geschenk zu ihrem Hochzeitstag. Dann kriegen sie auch ein Geschenk von mir und Schorsch. Das ist wirklich lieb von dir, Peppa. Aber Geschenke kosten manchmal sehr viel Geld, weißt du? Aber wir haben Geld in unserem Sparschwein. Peppa und Schorsch haben einen Cent und zwei Knöpfe gespart. Gut, dann gehen wir jetzt einkaufen. Das ist das Geschäft von Herrn Fuchs. Hallo zusammen. Was kann ich für euch tun? Oma Wutz und Opa Wutz haben bald Hochzeitstag. Die beiden sind sehr alt und wir brauchen ein Geschenk. In meinem Laden gibt's einfach alles. Ich bin sicher, du findest etwas, was dir gefällt. Ein großer Teddy. Den mag ich. Das ist ein tolles Geschenk. Peppa, das Geschenk ist nicht für dich. Es soll doch für Oma und Opa sein. Och, stimmt. Schaut mal. Lustige Zähne. Es sind aufziehbare Gebisse. Gerade sehr beliebt. Sind die nicht ein gutes Geschenk für Oma und Opa? Ich glaube, dass Oma und Opa Wutz alle Zähne haben, die sie brauchen. Machen eure Großeltern vielleicht gerne Gartenarbeit? Ja. Dann kauft doch jedem einen Eimer und einen Spaten. Kauft zwei, bezahl nur einen. Aber sie haben doch schon Eimer und Spaten und Haken und all sowas. Oje. Ich weiß was. Opa segelt gerne auf seinem Boot.
Das ist sehr gut. Bei mir findet ihr alles, was so ein Seemannsherz sich nur wünschen kann. Dann hast du bestimmt einen Piratenschatz. Ich habe alles außer einem Piratenschatz. Oh. Mögen Oma und Opa denn Antiquitäten? Was sind Antiquitäten denn? Antik bedeutet alt und selten. Normalerweise ja. Meine Antiquitäten sind ganz neu. Diesen Stuhl hier habe ich 12 Mal. Ist das nicht toll? Ist der aus Eichenholz? Genau, der Stuhl ist aus Plastikeichenholz. Ist der denn auch bequem? Kommen Sie da bloß runter. Auf Antiquitäten darf man nicht sitzen. Und was macht man dann damit? Man schaut sie an. Das macht aber keinen Spaß. Noch nicht mal, wenn man erwachsen ist. Ein Geschenk für Oma und Opa zu kaufen, ist wirklich nicht einfach. Ich verstehe das nicht. In meinem Geschäft gibt's einfach alles. Es muss doch was zu finden sein. Ist es auch. Mir gefällt dieser Teddy. Und ich glaube, Oma und Opa Wutz mögen ihn auch. Dann kaufen wir den Teddy. Eine sehr gute Wahl. Und wer bezahlt? 1 Cent und 2 Knöpfe. Und 1 Knopf als Wechselgeld. Dankeschön, Herr Fuchs. Alle bringen Oma und Opa Wutz die Geschenke. Oma Wutz! Opa Wutz! Hallo, meine Kleinen. Alles Gute zum Hochzeitstag. Oh, schon wieder eine Glasvase. Das ist ein Erwachsenengeschenk. Deshalb ist es etwas langweilig. Sie gefällt mir. Wir tun sie einfach zu den anderen Glasvasen. Schorsch und ich haben auch ein Geschenk gekauft. Hoffentlich gefällt es euch. Ein Teddybär für Opa und mich. Dankeschön, Peppa und Schorsch. Man kann ihn sehr gut knuddeln. Hat er einen Namen? Also er heißt Eddie der Teddy. Und was isst Eddie am allerliebsten? Schokolade und Brokkoli. Das ist das beste Geschenk, das wir je bekommen haben. Oh ja, aber wenn Eddie hier bei uns leben soll, braucht er Kinder, die mit ihm spielen. Wir zwei können mit Eddie spielen. Und immer wenn ihr beide uns besuchen kommt, ist er da, um mit euch zu spielen. Oh, super! Schatten. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Peppa, Schorsch und Luisa Löffel spielen Schweinchen in der Mitte. Fang, Peppa. Fang, Luisa. Schorsch ist das Schweinchen in der Mitte. Oh, Schorsch versucht, den Schatten des Balls zu fangen. Dummer Schorsch, das ist doch nicht der Ball. Das ist bloß sein Schatten. Guck. Wenn sich der Ball bewegt, bewegt sich auch sein Schatten. Du hast auch einen Schatten. Guck, Schorsch. Schorsch versucht, seinem Schatten davonzulaufen. Du kannst deinem Schatten nicht davonlaufen. Du musst rennen, um ihm loszuwerden. Peppa versucht, ihrem Schatten wegzurennen. Oh, er ist ja noch da. Hallo alle zusammen. Hallo, Luzi. Wir versuchen gerade, unseren Schatten davonzulaufen. Aber niemand kann doch seinem Schatten davonlaufen. Oh. Dazu braucht ihr einen Roller. Hui! Luzi versucht, ihrem Schatten davon zu fahren. Seht ihr? Aber dein Schatten ist immer noch da. Oh! Hallo zusammen! Da kommt der Elefant mit Emily und Edmund. Hallo! Wir versuchen gerade, unseren Schatten davon zu laufen. Man kann niemals seinem Schatten davonlaufen. Ich weiß, wir sind einfach nicht schnell genug. Nein, Luzi, es hat nichts damit zu tun, ob du schnell läufst oder nicht. Siehst du, mein Schatten ist und bleibt unter mir. Renn schneller! Selbst wenn ich noch schneller renne, bleibt mein Schatten unter mir. Papa, dein Schatten ist zu riesig. Der bremst dich einfach. Du irrst dich, Emily. Dein Schatten bleibt immer bei dir. Warum? Wenn Sonnenstrahlen auf etwas drauftreffen, dann macht das einen Schatten. Seht her. Ah! Ich habe den größten Schatten, weil ich der größte von uns bin. Und Schorsch und ich haben die kleinsten Schatten, weil wir nämlich die kleinsten sind. Sehr schlau, Edmund. Ich bin eben ein Schlauberger.
Wem gehört denn dieser Schatten? Das ist der größte Schatten von der Welt. Er muss wohl einem Riesen gehören. Er gehört zu keinem Riesen. Dieser Schatten ist der Schatten einer Wolke. Boah! Was für eine komische Wolkenart ist das denn? Es ist eine große Wolke. Man nennt sie Stratocumulus. Ach ja. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Guckt, unsere Schatten werden ja länger. Oh! Das ist, weil die Sonne über den Himmel wandert und untergeht. Gleich wird es dunkel. Mein Schatten ist verschwunden. Ja, Emily. Wenn die Sonne untergeht, verschwinden alle Schatten. Peppa, George, Schlafenszeit. Wir kommen, Papa. Auf Wiedersehen, ihr alle. Auf Wiedersehen. Es ist Schlafenszeit. Es ist ein bisschen schade, dass mein Schatten jetzt weg ist. Sei nicht traurig, Peppa. Auch das elektrische Licht wirft Schatten. Und wir können Schattenspiele machen. Mama Wutz formt mit ihren Händen Schattenfiguren. Es ist ein Vögelchen. Hört mal, was es singt. Piep, piep, ich bin ein kleiner Vogel. Ich bin dran. Peppa formt eine Spinne. Ich bin der Herr Spaghettibein. Oh, wie gruselig. Jetzt macht George eine Schattenfigur. Was ist denn das, George? Saurier. George hat einen Dinosaurier-Schatten gemacht. Der ist wirklich gruselig. Gut gemacht, George. Zeit, um das Licht auszumachen. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, George. Gute Nacht, ihr Schatten. Gute Nacht, Schatten. Die Beule von Frau Löffel. Peppa und George spielen mit Luzi Locke und Pedro Pony. Da kommen Luisa und Linus Löffel. Hallo, Luisa. Ich habe ein Geheimnis. Was denn für eins? Meine Mama hat eine große Beule am Bauch. Oh! Hat sie zu viel gegessen? Nein, da ist ein Babykaninchen drin. Frau Löffel, haben Sie wirklich ein Babykaninchen im Bauch? Ja. Möchtest du es gern mal hören? Ja, klar. Na und, kannst du seinen Herzschlag hören? Ja, das kann ich. Es macht so bum, bum, bum. Oh, es bewegt sich schon. Ja, manchmal treten einen Babys schon ein bisschen. Und wie heißt das Baby? Ich weiß es noch nicht. Wollt ihr euch vielleicht einen Namen ausdenken? Ja, gern. Guten Tag, Frau Löffel. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Kaffee darf ich nicht trinken, aber ich habe ziemlich großen Hunger. Möchten Sie eine Karotte? Karotten mag ich gerade nicht. Haben Sie vielleicht Kartoffeln? Ja, natürlich. Eine Kartoffel mit Pudding. Und Käse. Und Erdbeerkompott, bitte. Eine Kartoffel mit Pudding, Käse und Erdbeerkompott? Was für eine merkwürdige Mischung. Wir müssen uns einen Namen für das Baby ausdenken. Ja, wenn es ein Mädchen wird, dann nennen wir es Elisabeth Löffel. Oder wie wär's mit Lola Löffel, Lolita Löffel, Jennifer Löffel? Ich glaub, nein, eher nicht, Pedro. Jennifer Löffel klingt doch nicht gut. Ich mag Lotte. Lotte Löffel. Ja, das klingt toll. Aber vielleicht ist das Baby ein Junge. Oh, dann vielleicht Lukas Löffel. Leander Löffel. Michael Löffel. Michael Löffel? Nein. Laurenz Löffel. Ja, Laurenz Löffel. Danke für die leckere Kartoffel mit Pudding, Käse und Erdbeerkompott, Frau Wutz. Gern geschehen. Wir haben einen Namen für das Baby. Lotte, falls es ein Mädchen ist, und Laurenz, falls es ein Junge ist. Das sind sehr schöne Namen. Schade, dass das Baby nicht beide Namen bekommen kann. Au! Oh, mein Bauch! Das kommt, weil du immer so komische Sachen isst. Das glaube ich nicht, Papa Löffel. Das Baby kommt jetzt. Oh, wei! Auf ins Krankenhaus! Schnell, Beeilung! Keine Panik! Tschüss! Tschüss! Viel Glück! Hast du alle Sachen eingepackt?
Ich habe an alles gedacht. Duftkerzen, Yogamusik, Kissen und genug zu essen für mindestens 3 Tage. Keine Panik, keine Panik. Hallo da drin, wir bekommen ein Kaninchen. Hallo Schwester, was machst du denn hier? Ich kriege ein Baby, weißt du noch? Oh ja, dann komm mal besser mit. Kann ich denn auch mitkommen? Muh, Sie müssen bitte erst das Auto parken. Aber keine Sorge, ein Baby zu bekommen braucht immer so viel Zeit. Alle Mann aus dem Weg! Meine Schwester bekommt ein Baby! Ein Teekessel und ein Haufen Handtücher. Das sollte ja wohl für einige Tage reichen. Oh, wo soll der ganze Krempel hin? Zurück ins Auto. Wir brauchen ihn nicht mehr. Was? Papa, jetzt hast du die Geburt verpasst. Wirklich? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Beides. Wir haben nämlich Zwillinge. Oh, toll! Am nächsten Tag ist Frau Löffel wieder zu Hause. Hallo. Können wir bitte die Zwillinge sehen? Ja, natürlich, Peppa. Oh. Sind es Jungen oder Mädchen? Na, beides. Ein Junge und ein Mädchen. Sie heißen Lotte und Laurenz. Also habt ihr doch beide Namen genommen. Ja. Lotte Löffel und Laurenz Löffel. Das sind die besten Namen der Welt. Und wir haben sie uns ausgedacht. Die fliegende Tierärztin. Peppa ist mit Goldi, dem Fisch, zur Untersuchung bei der Tierärztin. Du hast einen gesunden, glücklichen Fisch. Sie ist sehr hübsch. Dankeschön, Frau Dr. Hamster. Hallo? Hallo, Dr. Hamster. Hier spricht Herr Elefant. Herr Elefant und seine Familie machen eine Wanderung in den Bergen. Hier liegt eine kranke Eidechse. Es ist ein Gecko. Edmund weiß alles über Eidechsen. Er ist ein Schlauberger. Ich bin gleich da. Oh, können wir denn auch mitkommen? Aber klar, da mal los. Fahren wir denn auch mit dem Notarztwagen? Nein, die Berge sind zu weit entfernt. Wir nehmen ein Flugzeug. Oh, Flugzeug. Schorsch liebt Flugzeuge. Alle Mann an Bord! Auf und davon! Ich wusste gar nicht, dass Sie ein Flugzeug haben, Frau Dr. Hamster. Klar doch. Ich bin die fliegende Tierärztin. Gott sei Dank, die Tierärztin ist da. Lassen Sie mich durch. Tierärztin im Dienst. Wo ist die kranke Eidechse? Hier ist sie. Oh, armes kleines Gürkchen. Was hat die Eidechse denn für eine Krankheit? Sie scheint verkehrt herumzuliegen. Ich drehe sie mal um. So. Dr. Hamster hat der Eidechse geholfen. Hurra! Oh, schon wieder ein neuer Notfall. Hallo? Hallo. Opa Wutz ist hier am Apparat. Opa Wutz ist mit seinem Boot draußen auf dem Meer. Es geht um Polly. Mein Papagei scheint krank zu sein. Oh, Papagei krank. Ich bin gleich da. Guck, Polly, da kommt die fliegende Tierärztin. Wo landen wir denn hier überhaupt? Das ist ein Wasserflugzeug, Peppa. Wir können auf dem Wasser landen. Boah. Hallo, Peppa. Schorsch. Hallo, Opa Wutz. Wir sind alle gekommen, um Polly zu helfen. Seit wann geht es Polly denn schlecht? Seitdem wir mit dem Boot rausgefahren sind. Aha. Ich glaube, ich weiß, was Polly fehlt. Sie ist seekrank. Oh. Bringt sie wieder ans trockene Ufer. Je eher, desto besser. Da ist eine Insel. Da sind wir schon. Besser, Polly. Besser, Polly. Hurra! Polly fühlt sich putzmunter. Oh, doch nicht schon wieder Notfall. Hallo? Hallo, hier spricht Papa Wutz. Papa Wutz ist in seinem Büro. Auf unserem Dach sitzen ein paar Entenküken. Ich bin schon unterwegs. Boah, gut, dass Sie gekommen sind.
Bitte Platz machen. Dr. Hamster ist da. Frau Ente hat ihre Eier dieses Mal auf unser Dach gelegt. Und nun sind die Entenküken ausgeschlüpft. Wer kann gut ein Quackgeräusch machen? Ich. Ich kann wirklich sehr, sehr gut quaken. Peppa, dann quack mal. Und die Entenküken werden dir folgen. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Bring sie gleich zurück zum Ententeich, Peppa. Okay. Ich bin Mama Ente. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Die Küken sind wieder bei Mama und Papa. Und alles nur wegen mir. Hallo? Ist da schon wieder ein neuer Notfall? Ja, da spricht Herr Hamster. Wir trinken jetzt Tee. Tschüss. Auf Wiedersehen, Dr. Hamster. Dankeschön. Kein Problem. Ja, so sieht der Arbeitstag einer fliegenden Tierärztin aus. Gute Nacht, Geschichte. Es ist Schlafenszeit. Papa Wutz liest Peppa und Schorsch eine gute Nachtgeschichte vor. Und so lebten der Prinz, die Prinzessin, der Sittich und der Frosch glücklich und zufrieden für immer zusammen. Ende. Peppa und Schorsch sind bei der Gute-Nacht-Geschichte eingeschlafen. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch ist wieder aufgewacht. Claudia! Schorsch, du freches Schweinchen, schlaf wieder ein. Schorsch ist nicht mehr müde. Schorsch, die Nacht ist zum Schlafen da. Nicht zum Spielen. Psst, ich kann dir eine gute Nachtgeschichte erzählen. Es war einmal ein kleines Schweinchen. Sein Name war Schorschi Wutz. Er machte sich auf, um sein Glück zu suchen. Bald kam er an einen großen Wald. Gefällt dir die Geschichte, Schorsch? Mitten im großen Wald kam er an ein kleines Haus. Und in diesem Haus fand er eine Schale Grießbrei. Schorschi Wutz hatte großen Hunger. Und so aß er alles auf. Ham, ham, ham. Aber als er gerade fertig war, kam Baby Bär herein. Er sagte, oh, hast du meinen Zauberbrei gegessen? Schorschi sagte, ja. Baby Bär sagte, das war Zauberbrei. Von dem wirst du ganz groß werden. Und dann fing Schorschi Wutz an zu wachsen. Er wuchs und er wuchs und er wuchs, bis er größer war als alle Bäume im Wald. Ende. Bist du jetzt müde, Schorsch? Nein. Noch nicht mal ein bisschen müde? Nein. Okay, ich erzähle noch ein bisschen weiter. Baby Bär sagte, es gibt eine Kiste mit Gold und Schätzen und die ist am Ende der Welt. Aber ich kann nicht so weit laufen, weil ich zu klein bin. Schorschi sagte, ich kann dich ja tragen. Und so lief Schorschi bis ans Ende der Welt. Er lief und er lief und er lief. Bist du denn schon müde? Nö. Schorschi lief durch Wälder, über die Berge und übers Meer. Und bist du jetzt müde? Nö. Er lief den ganzen Weg bis zum Ende der Welt. Und dort war eine große Kiste mit Gold und Schätzen. Und ein großer Drache. Ja, ein großer grüner Drache mit kleinen Flügeln, der spuckte Feuer. Zum Glück war es ein ganz lieber Drache. Und er sagte, ihr könnt den Schatz haben. Aber da fing Schorschi Wutz wieder an zu schrumpfen. Er schrumpfte und er schrumpfte und er schrumpfte, bis er wieder der kleine Schorschi Wutz von früher war.
Wie kommen wir denn jetzt bloß nach Hause? Fragte Babybär. Ich fliege euch nach Hause, sagte der Drache. Und so hüpften Schorschi Wutz und Babybär auf den Rücken des Drachen. Und er flog sie den ganzen weiten Weg zurück, bis zu dem kleinen Haus im Wald. Und das ist das Ende. Schorsch ist eingeschlafen. Peppa, was machst du denn auf dem Boden? Die Nacht ist zum Schlafen, nicht zum Spielen. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Träumt was Schönes. Peppa und Schorsch liegen in ihren Betten und schlafen tief und fest. Der Haustierwettbewerb. Peppa und ihre Freunde sind im Kindergarten. Kinder, morgen gibt es ihr einen Haustierwettbewerb. Oh! Ihr bringt eure Haustiere mit und das beste Tier bekommt einen Preis. Ich bringe mein Haustier Goldfisch mit. Ich bringe meine Stabschrecke mit. Ich komme mit meinem Gecko. Ich bringe Äffchen mit. Das ist kein Haustier, das ist ein Stofftier. Das ist kein Stofftier, das ist Äffchen. Er mag Hunde, Klausi. Bring Äffchen ruhig mit, wenn du willst, Zoe. Und jetzt ab nach Hause. Und vergesst morgen nicht die Haustiere für den Wettbewerb. Es ist der Abend vor dem Haustierwettbewerb. Peppa und Luzi kümmern sich um Goldi. Ist nur Goldi. Du hast einen großen Tag vor dir. Ich poliere noch mal dein Glas. Wunderbar. Pedro spricht mit seiner Stabschrecke. Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie ein Stock. Morgen früh kommst du mit mir in den Kindergarten. Das beste Haustier wird einen Preis bekommen. Das bist bestimmt du. Edmund Elefant spricht mit seinem Gecko. Guck mal hier. Und jetzt bist du dran. Zoe Zebra spricht mit Äffchen. Bist du schon aufgeregt vor dem Wettbewerb, Äffchen? Du musst morgen also ganz brav sein. Sei bloß kein Frechdachs, Äffchen. Heute ist der Haustierwettbewerb. Madame Gazelle, wer entscheidet denn, welches Haustier das beste ist? Dr. Amster. Hallo zusammen. Hallo. Oh, was habt ihr da für niedliche Haustiere? Was für ein glücklicher kleiner Fisch. Wie heißt er denn? Das ist Goldi. Die kennen Sie schon. Und sie hat ein sehr glänzendes Glas. Was macht Goldi denn den ganzen Tag? Sie schwimmt gerne herum. Und dabei macht sie immer. Wunderbar. Und wer ist das? Das ist meine Stabschrecke. Wie heißt die? Kevin. Was macht Kevin so? Aussehen wie ein Stock. Erstaunlich, nicht? Oh, und was für ein Racker haben wir denn da? Das ist ein Gecko. Hat er auch einen Namen? Hemidactylus frenatus. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Richtig. Und was macht er so? Das. Oh, und wer kommt jetzt? Äffchen. Hältst du ihn extra falsch rum? Ja, so schläft er. Jo, verstehe. Er ist entzückend. Ich habe mein Haustier auch mit. Die Schildkröte Knirpsi. Er klettert gerne auf Bäume und wer hat gewonnen? Ja, wer kriegt denn den Preis? Oh, den Preis bekommt also Knirpsi, die Schildkröte. Dr. Hamster hat ihrem eigenen Haustier den ersten Preis gegeben. Das ist nicht fair. Das ist doch ihr Tier. Oh nein, das ist doch nur der Preis für die beste Schildkröte. Den Preis für den besten Fisch kriegt doch Goldi der Fisch. Hurra! Den Preis für den besten Gecko bekommt der Gecko. Hurra! Den Preis für das Tier, das am meisten so aussieht wie ein Stock, bekommt Kevin. Hurra! Den Preis für den besten
Affen bekommen. Dr. Hamster, das ist kein richtiger Affe. Das ist nur ein Stofftier. Den Preis für den besten Stofftieraffen bekommt also Äffchen. Hurra! Aber Dr. Hamster, welches Haustier ist denn jetzt das Beste? Alle, Peppa. Alle sind glückliche und gesunde Haustiere. Und so niedlich. Der Wunschbrunnen. Opa Wutz führt Peppa und Schorsch durch seinen Garten. Hier wachsen Kohlköpfe, leckerer Brokkoli und Sprossen. Oh. Kartoffeln, Möhren und rote Beete sind hier. Und weiter da hinten wächst das Obst. Und was ist das, Opa? Das, Peppa, ist Unkraut. Was ist Unkraut? Unkraut ist eine freche Pflanze, die immer am falschen Ort wächst. Oh. Rupf es raus und schmeiß es in diesen Eimer. In meinem aufgeräumten Garten ist für Unkraut kein Platz. Opa Wutz ist sehr stolz auf seinen Garten. Vielleicht könnte man an diesem Platz ein paar kleine Erdbeeren wachsen lassen. Mitten zwischen den Karotten? Nein, Peppa. Erdbeeren gehören doch zum Obst. Alles hat seinen richtigen Platz. Hab ich nicht recht, Oma Wutz? Ja, Opa Wutz. Haben wir ein kleines Plätzchen für ihn? Nein. Was ist denn das, Oma? Das ist ein kleiner Gartenzwerg, Peppa. Und er wird in unserem Garten wohnen. Nein, nein, wird er nicht. Hier ist kein Platz. Hier ist eine Menge Platz, zum Beispiel hier. Ich will nicht, dass das hässliche Ding mich den ganzen Tag anstarrt. Peppa, Schorsch, findet ihr meinen Gartenzwerg auch hässlich? Nein, Oma, ich finde, er ist süß. Also, Opa Wutz, wir haben dich überstimmt. Der Zwerg bleibt. Ah, und da kommt der Rest der Familie. Was? Herr Bulli bringt dem Gartenzwerg eine Wagenladung neuer Freunde. Yippie! Aber Gärten sind für Pflanzen, nicht für Plastik. Muh! Wo sollen die Zwerge hin? Sie sollen nirgends hin. Vielen Dank. Oh! Und tschüss. Gemeiner Opa Wutz, diese Gartenzwerge da sind doch für Oma. Oh, anscheinend sollen ihre Gartenzwerge doch zu uns. Na dann, alles klärchen. Ich mag Zwerge. Und hier kommt noch was. Wiederschauen. Dankeschön, Herr Bulle. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist das? Etwa ein Riesenzwerg? Nein, Opa Wutz, es ist ein Brunnen. Was ist ein Brunnen? Ein Brunnen, Peppa, ist ein tiefes Loch und in dem Loch ist Wasser drin. Oh. Und ganz zufällig brauche ich auch Wasser für meinen Garten. Also könnte ein Brunnen nützlich sein. Aber das ist überhaupt kein Brunnen. Erstens ist er aus Plastik gemacht und er hat auch kein Loch. Er ist wunderschön. Was soll an einem Brunnen ohne Wasser denn schön sein? Es ist ein Wunschbrunnen. Du schmeißt eine Münze hinein und wünschst dir was. Darf ich mir was wünschen, Oma? Natürlich, Peppa, mit dieser kleinen Münze. Ich wünsche, ich wünsche, ich wünsche. Und nicht verraten, was du dir wünschst. Na gut. Fertig. Gut gemacht. Oma, gehen die Wünsche immer in Erfüllung? Ja. Oh, super. Aber jetzt sollte Opa Wutz euch nach Hause bringen. Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Kleinen. Opa, du hast es aber gut, dass du einen Wunschbrunnen in deinem Garten hast. Findest du das, Peppa? Ja, denn du kannst dir wünschen, was auch immer du willst. Und die Wünsche gehen immer in Erfüllung, weil Oma Wutz das gesagt hat. Ja. Würdest du gerne wissen, was ich mir vorhin gewünscht habe? Was hast du dir gewünscht, Peppa? Ich habe mir für meinen Garten auch einen Wunschbrunnen und Gartenzwerge gewünscht. So was? Da können wir, glaube ich, was machen. Peppa und Schorsch werden nach Hause gefahren. Mama, Papa, ich hatte einen Wunsch und er ist in Erfüllung gegangen. Wirklich? Was hast du dir gewünscht, Peppa? Haufenweise Gartenzwerge und einen Wunschbrunnen für den Garten. Oh. Opa Wutz, ich glaube nicht, dass wir dafür Platz haben. Unsinn! Ihr habt doch hier eine Menge Platz. Ja, es sieht wohl so aus. Peppa und Schorsch lieben Gartenzwerge und Wunschbrunnen.
Alle lieben Gartenzwerge und Wunschbrunnen. Madame Gazelles Abschiedsparty. Peppas Kindergarten ist für heute zu Ende. Kinder, nächste Woche fällt der Kindergarten leider aus. Warum, Madame Gazelle? Weil ich weggehe. Oh. Auf Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen, Madame Gazelle. Peppa und Schorsch kommen nach dem Kindergarten nach Hause. Mama, jetzt ist nie mehr Kindergarten. Nie mehr Kindergarten? Ja, Madame Gazelle wird nämlich weggehen. Sie macht das ja auch schon sehr lange Zeit. Bei Madame Gazelle waren schon alle Mamas und Papas, als sie noch klein waren. Madame Gazelle hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Wer kann schon bis drei zählen? Eins, zwei, drei. Wenn ich so nachdenke, muss Madame Gazelle wirklich schon sehr alt sein. Das ist sicher der Grund dafür, dass sie im Kindergarten aufhört. Oh ja, wir machen eine kleine Abschiedsparty für Madame Gazelle. Das wird toll! Am Tag der Abschiedsparty für Madame Gazelle kommen alle, um zu helfen. Pedro, du bleibst hier draußen und sagst uns, wenn Madame Gazelle irgendwann auftaucht. Warum? Wir wollen doch nicht, dass Madame Gazelle uns bei den Partyvorbereitungen erwischt. Dann ist es keine Überraschung mehr. Na gut. Hoffentlich haben wir auch alle eingeladen. Was ist zum Beispiel mit ihren alten Freunden? War sie nicht mal in einer Popgruppe? Ja, das stimmt. Sie hat Gitarre gespielt. Bei den Groovy Gazelles. Hallo, Groovy Gazelles? Hallo, Madame Gazelle hört im Kindergarten auf. Gigi hört auf? Wie traurig. Wir machen eine Party. Eine Party? Wie schön, dann kommen wir auch. Gut, alle haben zugesagt. Dann bereiten wir jetzt die Partyhäppchen zu. Das ist die Kindergartenküche. Alle helfen beim Essen zubereiten. Emily Elefant und Wendy Wolf verzieren Törtchen. Ich mache den Zuckerguss. Und ich streue die Zuckerstreusel drauf. Peppa und Schorsch machen Wackelpudding. Wackeliger Pudding. Wackel, wackel, wackel. Pedro Pony hält draußen Wache. Da kommt Madame Gazelle. Achtung, Madame Gazelle kommt. Wir sind noch nicht so weit. Halt sie auf, Pedro. Na gut. Hallo, Pedro. Du bist heute aber früh dran. Ja, nicht da reingehen. Wieso nicht? Ein sehr schöner Tag hier draußen. Finden Sie nicht? Ja, Pedro. Kann ich jetzt reingehen? Nein. Es ist gegen die Regeln. Was redest du denn da, Pedro? Wir sind fertig. Jetzt können Sie reingehen. Überraschung! Weil sie so lustig und nett ist, weil sie so lustig und nett ist, weil sie so lustig und nett ist, haben alle sie so gern. Hurra! Wir haben ein Geschenk für Sie. Es ist eine antike Uhr. Oh! Sie ist aus stabilem Plastik. Dankeschön. Aber warum gibt es eine Party für mich? Alle hier wollten Ihnen heute danken, weil Sie die beste Lehrerin auf der ganzen Welt sind. Und darum wollen wir heute eine Abschiedsparty für Sie machen. Weil Sie doch jetzt für immer weggehen wollen. Ich gehe gar nicht für immer weg. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass es keinen Kindergarten mehr gibt. Oh, Peppa. Ich habe nur gesagt, kein Kindergarten nächste Woche. Ich fahre in Urlaub. Oh! Ich bleibe noch viele, viele Jahre im Kindergarten. Wer sollte das denn sonst machen? Niemand! Das ist sehr schön, dass Madame Gazelle nicht für immer weggehen wird. Ja, es könnte keinen besseren Grund für eine Party geben. Und eine Party braucht immer Musik! Oh, die Groovy Gazelles! Hallo, Gigi! Du hast doch wohl noch deine Gitarre. Natürlich, wir Rockety rocken. Yeah, 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 yeah. Vor langer Zeit. Luzi Locke kommt zum Spielen zu Peppa. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Ich muss dir mal was zeigen. Hier, guck mal.
Was ist das? Ein Foto ist das. Was glaubst du, wer da drauf ist? Das ist ein Babyschaf. Das bin ich. Du bist doch kein Baby. Es ist ein altes Foto. Da war ich noch ein Baby. So ein Unsinn, Luzi. Du bist früher auch mal ein Baby gewesen, Peppa, vor langer Zeit. Stimmt doch gar nicht. Stimmt ja wohl. Frag deine Mama. Mama Wutz arbeitet an ihrem Computer. Mama! Hallo, Peppa. Luzi redet ganz viel Unsinn. Tu ich gar nicht. Doch, sie hat gesagt, dass ich vor langer Zeit mal ein Baby gewesen bin. Das warst du auch, Peppa. Guckt, ich habe hier ein paar alte Fotos auf dem Computer. Was glaubst du, wer das ist? Das ist Baby Alexander. Baby Alexander ist Peppas Cousin. Nein, das bist du als Baby Peppa. Baby Peppa. Hört sich so an, als hättet ihr hier Spaß. Guck mal, Papa. Das da ist ein Foto von mir, als ich ein Baby war. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war an unserem ersten Tag in diesem Haus. Wie meinst du das? Wir sind hier eingezogen, als du ein kleines Baby warst. Wir hatten unsere ganzen Sachen oben auf unser Auto gepackt. Mama Wutz hat ein paar Bilder aufgehängt. Papa Wutz hat ein Regal aufgehängt. Und Opa Wutz hat uns einen wunderschönen Blumengarten angelegt. Wo ist Opas wunderschöner Blumengarten hingekommen? Papa Wutz hat ihn gepflegt. Wir haben hier nicht den richtigen Boden für Blumen. Oh. Und ihr habt Platz zum Spielen gebraucht. Ihr beide habt so gerne im Garten gespielt. War Luzi früher auch schon meine Freundin? Ja, du und Luzi, ihr wart schon immer beste Freundinnen. Sind Luzi und ich denn früher auch schon in Matschepfützen rumgehüpft, Mama? Nein, Peppa, ihr wart Babys. Ihr konntet noch nicht mal laufen. Oh, was haben wir denn gemacht? Geschrien, gerülpst und gelacht. Wir waren Babys. Baby Luzi. Baby Peppa. Gugu Gaga, Gugu Gaga. Und danach wart ihr dann Kleinkinder. Ups. Und wo war Schorsch? Der war ein Baby in meinem Bauch. Ja, du warst in meinem Bauch, Schorsch. Du hast auch einen dicken Bauch, Papa. Ist da etwa auch ein Baby drin? Nein, Peppa. Das sind alles pure Muskeln. Und dann wurde Schorsch geboren. Und Oma und Opa haben Schorsch etwas ganz Besonderes geschenkt. Habt ihr eine Idee, was das war? Ja, sein Dinosaurier. Ganz genau. Und du und Luzi, ihr seid rumgerannt und rumgehüpft. Und eines Tages habt ihr etwas ganz Tolles entdeckt. Matschepfütze! Peppa, wenn du in Matschepfützen rumspringst, musst du deine Gummistiefel anziehen. Du hast es geliebt, in Matschepfützen rumzuhüpfen. Tue ich immer noch. Ich mache ein Foto von euch. Peppa liebt es, in Matschepfützen rumzuspringen. Peppa hat es auch vor langer Zeit schon geliebt, in Matschepfützen rumzuspringen. Peppas Zirkus. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und ihre Freunde besuchen Oma und Opa Wutz. Was ist das? Opa Wutz baut im Garten ein großes gestreiftes Zelt auf. Das ist ein Zirkus! Hurra! Opa, dürfen wir in den Zirkus? Zirkus, Peppa? Aber hier ist doch kein Zirkus. Wofür ist denn das große gestreifte Zelt? Das ist für Oma Wutz Gartenparty. Oh.
Was ist eine Gartenparty? Ein Fest, wo Erwachsene rumstehen und reden. Wirklich schade um das schöne Zelt. Ein Zirkus wäre doch viel spannender. Dann mach doch einfach selbst einen Zirkus. Ja, und wir nennen ihn Peppas Zirkus. Bist du schon fertig mit dem Zelt, Opa Wutz? Die Gäste werden bald kommen. Oma, wir machen einen Zirkus für deine Gartenparty. Eine wundervolle Idee. Mit Verkleiden? Natürlich. Ich hol die Verkleidungskiste. Wir können Clowns sein. Und Akrobaten. Und Jongleure. Mein Papa war beim Zirkus. Boah, was hat er gemacht? Eintrittskarten verkauft. Hier, in der Verkleidungskiste ist bestimmt für jeden was dabei. Peppa hat einen Zylinderhut gefunden. Klausi Kleff hat eine gepunktete Sporthose und einen Schnurrbart. Pedro hat ein Clownskostüm gefunden. Wer braucht Schminke? Ich bitte! Was wollt ihr denn sein? Ich wäre gerne der Clown. Aber Peppa, wo ist dein Clownskostüm? Okay, du bist der Clown. Und ich wäre gern der starke Mann. Ist gut, Klausi. Du bist der starke Mann. Ich möchte Jongleur sein. Aber das möchte ich gerne sein. Oh. Okay, du bist der Jongleur. Opa, ich habe jetzt überhaupt nichts zu tun. Du bist der Zirkusdirektor, Peppa. Du hast schon den Hut dafür. Was macht der Zirkusdirektor? Der Zirkusdirektor ist der Chef. Ja, ich werde Zirkusdirektor. Was muss ich tun? Du sagst, willkommen in meinem Zirkus. Erleben Sie das Unmögliche. Das Fantastische. Artistische Tricks und Kunststücke voller Wagemut. Oh. Willkommen in meinem Zirkus. Hier gibt es einen Wagenmut. Da kommen die Gäste von Oma Wutz Gartenparty. Hallo zusammen. Ich habe eine Überraschung für euch. Eine Zirkusvorstellung. Hochverehrtes Publikum, willkommen in meinem Zirkus. Also, zuerst einen Applaus für die wilde Molly Mietze. Und nun, Schorsch, Linus und Edmund auf ihren Dreirädern. Schön weiterklatschen für den starken Klausi Kleff. Ich war auch mal starker Mann. Da habe ich Traktoren hochgehoben. Und Emily Elefant jongliert mit Kartoffeln und einem Ei. Oi, oi. Jetzt gibt es was zu lachen. Pedro Pony kommt als Clown. Nicht lachen. Das Lustige mache ich doch erst noch. Oh. Das war das Lustige. Ihr seid wirklich richtig lustig. Dankeschön. Das war's auch schon mit meinem erstaunlichen, überraschenden Zirkus. Das war der beste Zirkus, den ich je gesehen habe. Der Piratenschatz. Klausi Kleff spielt auf seinem Piratenschiff. Da kommen Peppa und ihre Freunde. Hallo Klausi. Hallo zusammen. Wollen wir Piraten spielen? Ja! Dann verkleidet euch! Klausi Kleff hat eine Verkleidungskiste voll mit Piratensachen. Ha! Auf zum Entern! Ich habe eine Schatztruhe. Oh! Das ist doch eine Keksdose. Das ist eine Schatztruhe. Aber da sind sogar noch Kekse drin. Möchte jemand einen Keks haben? Ich! Und jetzt ist es eine Schatztruhe. Wir suchen uns einen Schatz und tun ihn da rein. Hurra! Einer muss aber hier bleiben und das Piratenschiff bewachen. Ich!
ich. Ich halte Wache. Wenn du jemanden kommen siehst, ruf Halt. Wer kommt da? Halt. Wer kommt da? Okay. Und wir gehen auf Schatzsuche. Klausi Kleff liebt es, Pirat zu sein. Hurra! Alle lieben es, Pirat zu sein. Piraten, kommt daher, wir segeln übers Meer und suchen einen Goldschatz, Mantau, Ahoi, Juhe. Klausi hat einen Tannenzapfen gefunden. Ein Schatz! Peppa hat ein Schneckenhaus gefunden. Ein Schatz! Luzi hat ein Stück alte Schnur gefunden. Ein Schatz! Freddy hat einen Kieselstein gefunden. Ein Schatz! Ich mach nur mal kurz die Augen zu. Vor dem Schlafen nimmt Pedro immer seine Brille ab. Wir schleichen uns an Pedro an. Ja! Klausi, Peppa, Luzi und Freddy schleichen sich an Pedro an. Buh! Buh! Ha! Du hast geschlafen. Ja, Entschuldigung. Du hast Glück, dass wir nette Piraten sind. Wir haben Schätze. Das ist ja toll. Kommt, wir tun sie in die Schatztruhe. Jetzt können wir sie vergraben. Ja! Und ich bleibe hier und bewache das Piratenschiff. Okay, Pirat Pedro. Aber schlaf nicht wieder dabei ein. Ei, ei, Captain. Hurra! Die Piraten sind unterwegs, um den Schatz zu vergraben. Über den Hügel, um den kleinen Busch herum. Wir vergraben ihn hier. Und wie finden wir den Schatz dann wieder? Wir malen uns eine Schatzkarte. Über den Hügel, um den kleinen Busch und beim Kreuz ist der Schatz. Beim Kreuz ist der Schatz. Pedro ist schon wieder eingeschlafen. Ich bin wach, ich bin wach. Pedro, hast du nicht eine Brille? Hallo. Frau Pony kommt, um Pedro abzuholen. Wer kommt da? Ich bin deine Mutter, Pedro. Ohne Brille kann Pedro nicht sehr gut sehen. Wo ist denn deine Brille? Keine Ahnung, Mami. Wann hattest du sie zuletzt? Als wir unsere Schätze in die Schatztruhe gelegt haben. Welche Schatztruhe denn? Die wir im Garten vergraben haben. Pedros Brille ist mit dem Schatz im Garten vergraben. Oh weh! Und wie finden wir die wieder? Wir haben eine Schatzkarte. Mama Pony sucht mit Peppas Karte den vergrabenen Schatz. Über den Hügel, um den kleinen Busch und beim Kreuz ist der Schatz. Sie haben den Schatz gefunden. Meine Brille! Hurra! Dankeschön! Schatzkarten sind sehr nützlich. Besonders um Brillen wiederzufinden, die versehentlich vergraben wurden. Der Luftballon von Schorsch. Peppa und Schorsch machen einen Ausflug mit Oma und Opa Wutz. Eis essen! Da ist Frau Mümmel mit ihrem Eiswagen. Lasst uns ein Eis essen! Warum nicht? Das haben wir uns verdient! Hallo zusammen. Hallo, Frau Mümmel. 4-mal Eis, bitte. Kommt sofort. Welche Sorten wollt ihr denn? Für mich Erdbeer, bitte. Für mich Schokolade, bitte. Und für mich Banane, bitte. Saurier. Hoho, ich glaube nicht, dass es hier Dinosaurier-Eis gibt. Ich glaube, Schorsch will einen Dinosaurier-Ballon. Möchtest du denn gar kein Eis essen, Schorsch? Nö. Saurier. Hoho, was kostet dieser kleine Ballon? 10 Euro. 10 Euro? Alles für einen guten Zweck. Bitte sehr, Schorsch. Halt ihn gut fest. Lass ihn nicht los. Schorsch hat den Ballon losgelassen. Ah! Ich glaube, auf dem Rückweg halte ich lieber diesen teuren Ballon. Schorsch liebt seinen Dinosaurierballon.
Peppa und Schorsch sind wieder zurück am Haus von Oma und Opa Wutz. Aber jetzt halt ihn gut fest, Schorsch. Lass ihn nicht los. Warum? Oh, Schorsch. Es gibt eben zwei Sorten Ballons. Die Raufballons und die Runterballons. Das ist ein Raufballon. Wenn du den loslässt, fliegt er rauf und rauf und rauf. Ganz hoch bis zum Mond. Mond. Opa! Oh! Gerade noch! Wir gehen besser mal rein. Sonst verlieren wir deinen Ballon noch, Schorsch. Hier im Haus ist dein Ballon in Sicherheit. Hallo, Polly. Schorsch hat einen neuen Ballon. Ballon! Mach ihn bloß nicht kaputt, Polly. Schorsch liebt seinen Ballon. Oh. Schorsch hat seinen Ballon schon wieder losgelassen. Keine Sorge, Schorsch. Dieses Mal fliegt er nicht weg. Da ist ja die Zimmerdecke. Oh, er ist durch die Tür geflogen. Und jetzt fliegt er die Treppe rauf. Er fliegt auf den Dachboden. Keine Sorge. Aus dem Dachboden kann er nicht raus. Da oben ist nur noch das Dachfenster. Und das ist ja immer geschlossen. Oh, weh. Das Dachfenster ist nicht geschlossen. Fang ihn, Opa! Kann ich nicht, Peppa. Er ist schon zu hoch. Schorsch, dein Ballon fliegt jetzt rauf bis zum Mond. Und du siehst ihn nie wieder. Papa Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Hallo, hattet ihr einen schönen Tag? Wir haben Schorsch einen Dinosaurierballon gekauft. Aber Schorsch hat ihn losgelassen und jetzt fliegt er rauf zum Mond. Den müssen wir doch irgendwie wiederkriegen. Ballon! Guckt mal, Polly Piepmatz fliegt dem Ballon hinterher. Polly Piepmatz, kommt zu Hilfe! Flieg, Polly, flieg! Polly Piepmatz hat Schorschs Ballon gerettet. Hurra! Was für eine kluge Polly. Was für eine kluge Polly. Schorsch, jetzt halt deinen Ballon aber fest. Ich hab's. Wir binden die Schnur um deinen Arm, Schorsch. Das ist eine gute Idee. Schorsch liebt seinen Dinosaurierballon. Alle lieben Schorschs Dinosaurierballon. Kommt zu spät. Peppas Kindergarten macht einen Ausflug ins Museum. Mon Dieu, Pedro Pony ist nicht da. Ich mache eine Wette, er ist noch im Schlafanzug. Pedro liegt noch immer im Bett. Pedro liebt schlafen. Pedro, wach auf. Du kommst doch zu spät zu eurem Ausflug. Okay, Mama. Komm schon, Pedro, du verpasst sonst noch den Bus. Der Bus wartet immer noch auf Pedro Pony. Wir können nicht noch länger warten. Das Museum macht sonst zu. Hallo, wir fahren. Oh, keiner mehr da. Vielleicht sind wir ja zu früh. Oh nein, Pedro. Wir haben den Bus verpasst. Oh. Na los, wir holen sie noch ein. Pedro ist immer zu spät. Nanu, ein Auto verfolgt uns. Oh, hallo, Frau Pony. Anhalten! Pedro ist da. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich habe verschlafen. Oh, Pedro, du schläfst wirklich gerne. Ja, Madame Gazelle. Ab ins Museum. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Madame Gazelle, ich muss mal aufs Klo. Und ich. Und ich. Ich auch. Das ist die Tankstelle von Opa Cliff. Was soll's denn sein? Benzin oder Diesel? Toilette bitte.
Und Sie brauchen ganz sicher kein Benzin? Nein, wir sind ja noch nicht weit gekommen. Fertig? Nächster Halt, das Museum. Wo ist Pedro? Zapfsäulen, interessant. Ah, komm endlich, Pedro. Tschüss! Ich hoffe, wir kommen noch zum Museum, bevor es zumacht. Da ist das Museum. Herr Löffel schließt für heute. Hallo, Herr Löffel. Wir würden gern das Museum besichtigen. Eigentlich schließen wir jetzt. Aber ich kann euch kurz herumführen. Das hier ist der Königssaal, voll mit altem Kram. Oh! Interessant. Hier sind riesige Dinosaurier, alle ganz nett. Faszinierend. Weltraum, Raketen und so Sachen. Und diese Tür führt zu dem spannendsten Ort von allen. Nämlich die wunderbare Welt, in der ihr lebt. Danke, Herr Löffel. Mit Vergnügen und tschüss. Tja, dann fahren wir jetzt wieder ein. Wo ist Pedro? Oh, Pedro. Eine Muschel. Wirklich interessant. Komm schon, Pedro, du verpasst sonst wieder den Bus. Wo sind denn die anderen? Der Bus ist weg. Keine Sorge. Frau Mümmel wird sofort bemerken, dass wir beide fehlen. Bom, bing, bu, bing, bom, bing, bing, bom, bingeli, bommeli, bu. Und doch mal von vorn. Bom, bing, bu. Keiner hat bemerkt, bing, dass Madame bing, Gazelle bing, und Pedro Pony bing, fehlen. Bingeli, bommeli, bu. Oh, habt ihr den Bus verpasst? Herr Löffel, das ist ein Notfall. Wir brauchen Ihr Auto. Hallo, Pedro. Wir nehmen die Abkürzung. Hallo, Enten. Madame Gazelle und Pedro sind beim Kindergarten angekommen. Wo ist der Bus? Vielleicht sind wir ja zu früh. Ja, Pedro. Dieses Mal bist du zu früh. Boah, Pedro ist früher da. Ja, und ihr seid zu spät, ihr Rumtrödler. Pedro liebt es, früh da zu sein. Alle lieben es, früh da zu sein. Das Ferienhaus. Peppa und ihre Familie fliegen in ein anderes Land, um dort Urlaub zu machen. Wir hoffen, der Flug hat Ihnen gefallen. Bitte schnallen Sie sich jetzt wieder an. Hier spricht Ihr Pilot, Captain Chaos. In Kürze landen wir in Italien. Oh, Italien. Das klingt gut. Das Flugzeug ist gelandet. Hurra! Oh weh. Peppa hat ihren Teddy im Flugzeug vergessen. Jetzt brauchen wir ein Auto. Damit fahren wir dann in unser Ferienhaus. Das ist der Autoverleih. Hallo! Buongiorno! Come posso aiutare una così bella signora? In Italien sprechen die Leute Italienisch. Wir brauchen ein Auto. Non capisco. Lass mich das machen. Ich bin ein Experte im Reden. Wir brauchen ein Auto. Uovo. Keine Eier. Ein Auto. Nein. Keine Blumen. Nein. Ah, Auto! Hey, hey. Brumm, brumm, piep, piep. Gut gemacht, George. Ist der Koffer schwer? Bist du sicher, dass wir das alles brauchen, Mama Wutz? Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Und verfahren wir uns jetzt wieder so, wie wir es immer tun? Nein, Peppa. Das Navi wird uns den Weg sagen. Benvenuto all'auto del futuro. In Italien spricht das Navi Italienisch. Proseguire sulla... Ich glaube, wir brauchen gar kein Navi. Wir fahren hier lang. Aber denk dran, Papa Wutz, wir sind in einem anderen Land. Vielleicht fährt man hier auch anders. Fahren ist fahren, Mama Wutz. So anders kann das nicht sein.
Strada, porco! Autofahren in Italien ist ganz anders als das Autofahren zu Hause. Hallo! Ja, wir sind im Urlaub. Papa, warum rufen uns die anderen alle an? Ich glaube, sie sagen uns Hallo. Können wir auch Hallo sagen? Na klar geht das. Hallo! Die sind alle so freundlich hier. Die sind alle so freundlich hier. Ah, wir sind schon fast da. Ja, ich spüre schon, wie ich mich immer mehr entspanne. Teddy, ich habe Teddy im Flugzeug vergessen. Was? Wir müssen sofort zurück zu Teddy. Oh weh, da kommt ein Polizist. Herr Wachtmeister, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es kommt bestimmt nicht wieder vor. Guten Tag. Ich bringe diesen jungen Bären zurück. Er wurde den Flugzeug vergessen. Oh, danke schön. Teddy! Schönen Urlaub wünsche ich. Wir sind da. Peppa und ihre Familie sind bei ihrem Ferienhaus angekommen. Was hast du bloß in diesem Koffer drin, Mama Wutz? Das sind alles wichtige Sachen für unseren Urlaub. Eine schöne Pflanze, unser Computer. Was zu essen, Wärmflaschen, ein paar Wintersachen, falls es mal kühler wird, das Telefon. Kommt, wir rufen Oma und Opa an. Oma und Opa Wutz passen auf Goldi den Fisch auf, solange Peppa im Urlaub ist. Glaubst du, wir geben Goldi genug Futter? Ich geb mal noch ein bisschen dazu. Hallo? Hallo, Oma. Kann ich bitte mal mit Goldi sprechen? Das ist Peppa, für dich. Ich vermisse dich auch, Goldi. Heute war ein langer Tag. Jetzt ist es Zeit fürs Bett. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Peppa und Schorsch sind schnell eingeschlafen in ihrem Ferienhaus. Der Sandkasten. Peppa und ihre Freunde spielen im Sandkasten. Dieser Sandkasten ist unsere Wüsteninsel. Hier leben wir jetzt für immer. Wenn wir hier für immer leben sollen, will ich es aber schön haben. Wir brauchen ein paar Häuser. Und Straßen. Und Läden. Saurier. Grrr. Ja, Schorsch. Dinosaurier können auch auf der Wüsteninsel leben. Was macht ihr denn da? Wir bauen eine Wüsteninsel. Mit Häusern und Straßen und Läden. Gibt es auch Bäume? Nein, es wäre aber schöner mit Bäumen. Und wo sollen die jetzt wohl herkommen? Wir können mit großen Lastwagen um die Welt fahren und Bäume suchen. Dinosaurier, ihr passt auf die Insel auf und wir fahren los und suchen Bäume. Brumm, brumm. Peppa, Luzi, Klausi und Emily spielen, dass sie um die Welt fahren, um Bäume zu suchen. Brumm. Hallo, Frau Löffel. Haben Sie ein paar Bäume übrig? Wir brauchen Bäume für unsere Wüsteninsel. Oh, alles klar. Wie viele Bäume braucht ihr denn? So dass es einen Wald gibt. Da, bitteschön. Dankeschön. Den Dinosauriern macht es Spaß, auf der Wüsteninsel herumzuhüpfen. Die Dinosaurier haben alles kaputt gemacht. Böse Dinosaurier. Jetzt müssen wir alles nochmal neu aufbauen. Was macht ihr denn da? Das ist unsere Wüsteninsel. Mit Straßen und Häusern. Und Läden. Und Bäumen. So, hier leben wir jetzt für immer. Bestimmt. Ich find's richtig toll mit einem See hier. Ja, ein See. Ein See. Aber ein richtiger See braucht auch noch Wasser. Oh, und wo soll denn jetzt das Wasser herkommen? Wir fliegen mit Flugzeugen um die ganze Welt. Ja. Peppa, Luzi, Klausi und Emily spielen, dass sie um die ganze Welt fliegen, um nach Wasser zu suchen. Pedro Pony fährt auf dem Karussell. Hallo zusammen.
Hallo Pedro, wir haben eine Wüsteninsel mit Häusern, Straßen, Läden, Bäumen und einen See. Aber für den See fehlt uns noch Wasser. Hast du vielleicht welches? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Wir tun nur so. Wir spielen ein Spiel. Oh, verstehe. Ihr sucht nach Spielwasser. Ja. Ich weiß, wo es Spielschnee gibt. Den können wir schmelzen und dann haben wir Spielwasser. Wo denn? Auf dem Berggipfel. Das ist eine Rutsche. Nein, das ist ein Spielberg. Oh, was ist denn los, Pedro? Es ist sehr warm heute und der Schnee ist geschmolzen. Können wir nicht spielen, dass er noch da ist? Nö, der Schnee ist in echt geschmolzen. Oh, schaut mal, da drüben. Richtiges Wasser. Papa Wutz trinkt Wasser aus dem Trinkbrunnen. Wasser! Papa, kannst du uns bitte den Eimer voll mit Wasser machen? Für unseren See. Na klar doch. Wir haben Wasser. Schönes Wasser. Da kommt Freddy Fuchs. Hallo zusammen. Was ist das? Das ist eine Wüsteninsel. Auf der leben wir jetzt für immer. Wenn wir doch nur eine Fahne hätten. Ich habe einen Fahnenmast im Wagen, wenn ihr wollt. Herr Fuchs hat alles in seinem Lieferwagen. Wir brauchen doch nur eine Spielfahne, Herr Fuchs. Okay, wie sind die? Dankeschön, Herr Fuchs. Unsere Wüsteninsel ist jetzt so schön. Hier leben wir jetzt für immer. Bestimmt. Die Wüsteninsel. Peppa und Schorsch sind zu Besuch bei Klausi Kleff. Captain Kleff erzählt Geschichten aus seiner Zeit auf See. Ich bin um die ganze große Welt gesegelt und dann wieder nach Hause gekommen. Oh! Aber jetzt bleibe ich für immer hier. Ich werde nie wieder ein Boot betreten. Papa, vermisst du das Meer denn nicht? Naja, manchmal schon. Da sind Opa Kleff, Opa Wutz und Opi Mümmel. Hallo. Kann Captain Kleff rauskommen und mit uns spielen? Was? Wir machen einen Angelausflug. Mit dem Boot. Auf dem Meer. Oh ja, dann mal los. Aber Papa, du hast gesagt, du gehst nie wieder auf ein Boot. Oh ja, das hab ich. Na gut. Also tschüss. Tschüss. Tja, da gehen sie nun. Alle auf ein Boot. Und ohne mich. Und was machst du jetzt, Papa? Ich weiß noch nicht. Vielleicht schrubbe ich ja die Algen vom Haus. Es gibt überhaupt keine Algen auf Häusern. Oh, natürlich. Wir nehmen mein Boot. Glaubst du denn, dein Boot ist auch sicher, Opi Mümmel? Aber natürlich ist es sicher. Ich habe es selbst gebaut. Oh, das brauchen wir nicht. Es geht los! Ach, ich liebe es, Angeln zu fahren. Ich auch. Und was braucht man bei einem Angelausflug? Angelruten? Nein, einen vollen Picknickkorb. Sehr gut, wie du das Boot steuerst, Opi Mümmel. Aber ich steuere das Boot doch gar nicht. Ich dachte, jemand anderes macht das. Oh je, niemand steuert das Boot. Wir sind verloren. Da, guck mal. Opi Mümmels Boot geht unter. Keine Panik. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. Wirklich? Nein, das ist das Schlimmste. Wir sind gerettet. Aber wir sind auf einer Wüsteninsel gestrandet. Und nur das Meer und der Himmel sind unsere Zeugen. Und wir haben nichts mehr zu essen. Oh, ich habe einen Schokoriegel. Gut, wir sollten den Schokoriegel aufheben, wenn wir später Hunger bekommen. Oje, Opi Mümmel hat alles aufgegessen. Was für ein schlimmer Ort, um zu stranden. Hättet ihr jetzt nicht auch gerne Käse? Wir sind doch erst seit 5 Minuten hier, Opi Mümmel. Dann mache ich hier im Sand einen Strich für jedes Mal, wenn ich an Käse denke.
Wir müssen um Hilfe rufen. Um Hilfe rufen? Eine hervorragende Idee. Opi Mümmel ist sehr gut im Hilferufen. Hilfe! Was war das? Das war ein Hilferuf vom Meer. Jemand ist in Seenot. Was können wir tun? Na, wir retten ihn. Wir nehmen das Boot von Opa Kleff. Wartet mal. Ich habe gesagt, ich werde nie wieder ein Boot betreten. Aber Papa, wir müssen sie doch retten. Das stimmt. Nur das eine Mal werde ich wieder zur See fahren. Schwimmbesten an. Ei, ei, Captain Kleff. Volle Kraft voraus! Unser ganzer Vorrat ist weg. Wir haben nichts mehr zu essen übrig. Es muss doch noch irgendwas zu essen geben. Ahoi, ihr! Hurra! Wir sind gerettet! Captain Kleff hat die Opas gerettet. Land ahoi! Alle Mann von Bord! Lebt wohl zusammen! Bis in ein paar Wochen dann! Papa, wohin fährst du denn? Ich dachte, ich kann mal wieder um die Welt fahren. Aber du wolltest doch nicht mehr zur See fahren. Nein, natürlich nicht. Überlass das Seefahren lieber uns, Captain Kleff. Ja, und wenn sie dann in Not geraten, kannst du sie ja wieder retten. Edmund Elefant feiert Geburtstag. Herr Zebra, der Postbote, bringt einen Brief zu Familie Wutz. Oh, schaut mal, da ist ja eine Partyeinladung für jemanden. Die ist bestimmt für mich. Da steht, an Schorsch Wutz von Edmund Elefant. Bitte komm zu meiner Party. Steht da nicht irgendwo Schorsch und Peppa? Nein, nur Schorsch. Ich habe auf so eine alberne Babyparty sowieso keine Lust. Hallo? Oh, es ist für dich, Peppa. Emily Elefant ist dran. Hallo? Hallo, Peppa. Kommst du auch zu Edmunds Party als meine Freundin? Oh ja, gerne. Meine Mama hat gefragt, ob wir mit den Kleinen helfen können. Helfen? Ja, klar kann ich helfen. Klausi und Luzi kommen auch zum Helfen. Oh, klasse. Alle kommen zur Geburtstagsparty von Edmund Elefant. Oh, meine Helfer sind auch da. Hallo, Frau Elefant. Na, dann kann die Party ja losgehen. Wer spielt denn gerne Stopptanz von euch? Ich! Also, das Spiel geht so. Ihr müsst tanzen, solange die Musik läuft. Und wenn die Musik stoppt, hört ihr sofort damit auf. Achtung, fertig, los! Kopf und Schulter, Knie und Fuß. Los, jetzt tanzt doch endlich! Susi hier vorne blinzelt noch. Du bist raus. Wow. Augen, Ohren, Nacken. Du hast dich bewegt, Schorsch. Du bist raus. Linus und Edmund sind auch raus. Und damit hat Sina gewonnen. Wow. Du kriegst deine Medaille. Die ist aus echtem Plastikgold. Mama, mit Stopptanzen sind wir jetzt fertig. Wunderbar. Dann spielen wir jetzt das wandernde Geschenk. Ja! Solange die Musik läuft, wandert das Geschenk in Kreis. Und der, bei dem die Musik stoppt, der wickelt das Geschenk aus. Achtung, fertig, los! Schorsch, gib das Geschenk weiter. Edmund bekommt eine Medaille. Beeil dich ein bisschen, Linus. Mach einfach das Papier ab. Linus bekommt auch eine Medaille. Schorsch bekommt eine Medaille. Gib das Geschenk weiter. Oje, Schorsch gibt das Geschenk nicht weiter. Nein, Schorsch, das ist doch Susis Medaille.
Edmund hat gewonnen. Mama, das Wandernde-Geschenk ist fertig. Oh, wunderbar. Dann ist jetzt Zeit für Kuchen. Hurra! Oh weh, die Helfer haben alle Plätze besetzt. Denkt dran, Kinder, das hier ist Edmunds Party. Die Helfer essen, wenn die Kleinen fertig sind. Oh ja! Wir sind ja die Helfer. Kraft bitte. Pudding bitte. Pudding. Nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Edmund. Die Geburtstagsparty ist vorbei. Vielen Dank, meine Helfer. Ihr habt wirklich alle fleißig gearbeitet. Ja, es ist gar nicht so einfach, sich um kleine Kinder zu kümmern. Ich bin total fertig. Ich brauche erstmal Urlaub. Der Brombeerstrauch. Peppa und ihre Familie sind zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Heute möchte ich gerne einen Apfel-Brombeerstreusel backen. Lecker! Und ihr tüchtigen Pflücker zieht los und holt das Obst. Ei, ei, Oma Wutz! Wir haben Körbe für die Äpfel. Und wir haben Eimer für die Brombeeren. Also das Einfachste zuerst. Äpfel pflücken. Ich zähle bis drei und dann Schüttelei. Eins. Zwei, drei! Jetzt kommen die Brombeeren dran. Warum essen wir nicht einfach nur Apfelstreusel? Weil Brombeeren auch lecker schmecken, Opa Wutz. Na gut, jetzt wird's kompliziert. Also das nenne ich mal einen Brombeerstrauch. Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war. Dieses wuchernde Unkraut. Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen. Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt. Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch. In dem es von Brombeeren nur so wimmelt. Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt. Vorsicht, Schorsch, sonst verhedderst du dich noch. Mit dem Stock hier komme ich auch an die schwierigen Beeren dran. Schlauer Opa! Aber die besten Beeren wachsen hier ganz, ganz oben. Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht. Lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz. Keine Sorge, in diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert. Ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr. Ich weiß schon, was ich tue. Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen. Mama, kommst du da raus? Nein, ich hänge fest. Du bist gefangen in einem Dornbusch. Genau wie Dornröschen. Was? Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Dornröschen. Eines Tages schlief sie in einem Dornbusch ein. Und dort blieb sie 100 Jahre lang. Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa. Da kommt Luzi Locke. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest. Und da bleibt sie jetzt für 100 Jahre. Genau wie Dornröschen. Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen. Der gibt ihr einen Kuss. Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer. Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben. Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama. In 100 Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich. Ich bin der hübsche Prinz. Opa Wutz, darf ich euch um eure Rosenschere bitten? Mit Vergnügen, tapferer Ritter Papa Wutz. Jetzt geht's dir an die Ranken. Nimm das, du dornige Halunke, du. Hurra! Oh, mein Prinz. Meine Prinzessin. Eigentlich hätten sie da 100 Jahre drinnen bleiben sollen. Na danke, mir war das schon lange genug. Mama ist ein Brombeerstrauch. Und ich dachte, solche Sachen passieren nur mir. Schön stillstehen, dann pflücken wir dich leer. Und jetzt bringen wir das Obst nach Hause zu Oma Wutz. Oma, Oma, Mama hat ein Abenteuer erlebt.
Und dann ist Mama in den Strauch geflogen. Sie hat ziemlich dumm geguckt und sie hat gerufen, ah, hilf mir, Hilfe! Und dann ist Papa gekommen und hat sie gerettet. Ende. Danke, Peppa. Ich glaube, wir haben die Geschichte jetzt oft genug gehört. Aber sie ist doch lustig. Ich will jedenfalls nie wieder in meinem Leben eine Brombeere sehen. Heißt das, du willst auch keinen Apfel-Brombeerstreusel? Also, wie lecker. Mama Wutzel liebt Apfel-Brombeerstreusel. Alle lieben Apfel-Brombeerstreusel. Plappermaul. Es ist ein schöner, sonniger Tag und Luzi Locke besucht Peppa zum Spielen. Hallo, Luzi! Hallo, Peppa! Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Stell dir vor, was mir gestern passiert ist. Gestern war ich am Ententeich und da saß Frau Ente. Also gestern da. Dann war ich im Supermarkt einkaufen mit Mama. Wir haben Brot gekauft und Möhren und... Was ist los? Du redest zu viel. Du machst bla 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 bla. Die ganze Zeit bla bla bla. Mama, Luzi sagt, ich rede zu viel. Tja, du bist schon ein kleines Plappermaul, Peppa. Plappermaul, das stimmt. Plappermaul hier, Plappermaul da. Plapper, plapper, plapper. Du hörst nie auf zu reden. Wenn ich wollte, könnte ich ganz einfach aufhören zu reden. Kannst du nicht. Kann ich wohl. Kannst du nicht. Ich kann wohl. Kannst du nicht. Jetzt reicht's. Ich sage kein einziges Wort mehr. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Hallo, Zoe. Hübsch siehst du heute aus. Dankeschön, Luzi. Das ist mein neues Kleid. Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Das ist ein blödes Spiel. Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann. Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen und zwar ab sofort. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Hallo Klausi. Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr. Oh. Wer mag eine Traube? Ich bitte. Ich bitte. Du darfst nicht mit dem Kopf nicken. Das ist Schummeln. Und auch nicht blinzeln. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder. Kein einziges Wort. Warum? Weil sie eben zu viel redet. Ich rede gar nicht so viel. Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst, oh, seht mich an, ich bin Luzi Locke. Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst. Micky, Macky, Buh, Babu. So rede ich niemals. Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi. Du plapperst genauso viel wie ich. Ich kann ganz ruhig sein. Das ist nicht so einfach. Aber auch nicht so schwer, Peppa. Na gut, dann mach du's doch mal. Dann machen wir es alle. Wir zeigen es meiner Mama. Mama, wir sind jetzt alle ganz leise. Unheimlich leise. So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört. So leise wie eine Maus. Aber ihr seid überhaupt nicht leise. Ihr seid sogar alle ziemlich laut. Wir können sehr leise sein, aber nur, wenn wir wollen. Dann zähle ich bis drei und ihr seid leise. Eins, zwei... Ich bin noch nicht fertig. Okay. Jetzt auf die Plätze. Fertig. Drei. Hallo, ich bin zurück. Oh, ich dachte, es wäre niemand zu Hause. Peppa und ihre Freunde spielen gerade leise sein. Das ist nicht spielen, das ist sehr harte Arbeit. Och, Peppa. Peppa kann das Reden einfach nicht lassen. Oh, Papa, ich glaube, ich bin wirklich ein Plappermaul. Das ist nichts wirklich Schlimmes, Peppa. Reden ist gut. Ich glaube, du bist sogar eine Expertin im Reden. Das stimmt. Ich bin eine Expertin im Reden. Ich bin auch Expertin im Reden. Bist du nicht? Ich
bin hier das Plappermaul. Ich bin ein größeres Plappermaul als du. Ihr zwei seid beide gleich. Ja, das stimmt. Darum sind wir auch beste Freundinnen. Plapper, plapper, Peppa plapper, liebt es zu reden. Luzi liebt es zu reden. Alle lieben es zu reden. Schakalaka bum. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Heute, Kinder, lernt ihr etwas über Instrumente, mit denen ihr schlagen, rasseln und trommeln könnt. Hurra! Zuerst sucht sich jeder im Musikraum ein Instrument aus. Ich hab Trommeln. Die heißen Bongo-Trommeln, Klausi. Man trommelt mit den Enden drauf, so. Ich hab eine flache Bongo-Trommel. Das ist eine Boran, die ist irisch. Man schlägt sie mit einem kleinen Stock, etwa so. Ich habe einen Tambourin. Sehr gut, Pedro. Du kannst es auch schütteln, etwa so. Oh! Ich hab eine große Trommel. Ah, die Basstrommel. Miau. Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt, aber es ist kratzig. Das, Molly, nennt man Giro. Und es kommt von ganz weit her aus Südamerika. Boah. Und wie kommt es hierher? Ich hab es aus dem Urlaub mitgebracht. Und wie heißen die? Das sind Maracas. Die habe ich auch aus dem Urlaub mitgebracht, aus Spanien. Das ist eine Triangel. Mein Papa verkauft übrigens Triangel im Zehnerpack. Danke, Freddy. Das werde ich mir merken. Sie müssen nicht im Urlaub fahren, um sie zu kriegen. Danke. Und wie heißen die? Das sind Kastagnetten. Und die verkauft mein Papa ja im Fünferpack. Danke, Freddy. Olli! Kinder, so spielt man auf Kastagnetten. Bitte sehr, Emily. Muss ich den Tanz auch können? Oh, nein. Mach einfach das Kickedy-Klack-Geräusch. Luisa hat sich die Becken ausgesucht. Ja. Jeder weiß nun, wie sein Instrument klingt. Jetzt spielen wir sie alle zusammen. Achtung. Fertig, los. Stopp, stopp, stopp. Das ist keine Musik, das ist nur Krach. Jeder kann bum, bum, bum. Aber zum Musik machen müsst ihr aufeinander hören und im gleichen Takt sein. Madame Gazelle, ich kann nicht hören und gleichzeitig Musik machen. Kannst du klatschen? Ja. Wer klatschen kann, kann auch Musik machen. Alors Mädchen, im Takt mit mir. Und jetzt die Jungs. Madame Gazelle hat aus dem Klatschen Musik gemacht. Und stopp! Jetzt lernen wir mit unseren Instrumenten zusammenzuspielen. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Ah, ihr kommt gerade richtig. Darf ich vorstellen? Das ist unser Schakalaka-Bum-Orchester. Ja. Kinder, Achtung, fertig, los! Bravo! Möchte vielleicht einer meiner alten Schüler auch noch mitmachen? Sucht eure Instrumente, Kinder! Ja, Madame Gazelle! Madame Gazelle war schon die Lehrerin von allen Mamas und Papas, als die noch klein waren. Das ist ziemlich schwer, Papa, aber ich zeig dir, wie es geht. Mal sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Ja, ich bin so eine Art Experte fürs Trommeln. Sehr schönes Schakalaka-Bum. Und jetzt ein Lied. Mein Papa ist Spitze beim Schakalaka-Bum. Auf dem Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt. Die Weihnachtszeit ist da. Wer von euch möchte den Weihnachtsmann besuchen? Ich. Fahren wir dafür zum Nordpol? Nicht ganz so weit, Peppa. Aber der Weihnachtsmann wohnt doch am Nordpol. Ja, aber zum Glück hat er auch eine Hütte auf dem Weihnachtsmarkt. Peppa und Schorsch sind auf dem Weihnachtsmarkt, um den Weihnachtsmann zu besuchen. Hallo zusammen. Hallo. Alle Kinder einsteigen. Wir fahren zur Hütte vom Weihnachtsmarkt. Luzi, was wünschst du dir eigentlich vom Weihnachtsmann? Ich weiß noch nicht. Was willst du dir denn wünschen? Ich wünsche mir eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. So eine wünsche ich mir auch. Wie kann sich der Weihnachtsmann bloß merken, was sich alle wünschen? Er macht eine Liste. Sein Schlitten muss sehr schnell sein, wenn er in einer Nacht um die ganze Welt fliegt. Es ist ein Superschlitten. Der Weihnachtsmann ist wirklich alt. Er ist viele hundert Jahre alt. Sogar noch älter als mein Papa. Hütte vom Weihnachtsmann. Oh. Ho, ho, ho. Hallo alle zusammen. Hallo Weihnachtsmann. Wart ihr denn alle brav? Ja. Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja. Und du? Hohoho, natürlich. Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ich möchte einen Fußball, bitte. Ein Xylophon. Ein Hütchenspiel. Einen Zauberkasten, bitte. Rennauto. Ein Hüpfball. Boing, boing. Einen Zug. Bitte. Spielzeugzug. Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug, den ich richtig fahren kann. Mit richtigen Passagieren. Hoho, mal sehen, was ich tun kann. Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran. Entschuldigung, wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz. Wir kennen uns doch schon. Ah ja. Schön, dich wiederzusehen, Peppa. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Bitte. Für mich dasselbe, bitte. Ja, sehr schön. Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh ja. Wie alt bist du? Hoho, ich bin viele hundert Jahre alt. Ich wusste es doch. Wiedersehen, Weihnachtsmann. Vergesst nicht, mir etwas Kuchen hinzustellen. Und einen Saft. Wissen wir schon. Und Möhren für die Rentiere. Ho, ho, ho. Peppa und ihre Familie fahren vom Weihnachtsmarkt zurück. Papa, warum haben wir denn so viel Gepäck dabei? Wir sind Weihnachten bei Opa und Oma Wutz zu Besuch. Aber dann weiß der Weihnachtsmann nicht, wo wir sind. Keine Sorge, Peppa. Der Weihnachtsmann weiß immer alles. Oma Wutz, bald ist Weihnachten. Ja, und ich habe etwas sehr Wichtiges für euch zu tun. Rührt den Weihnachtspudding und wünscht euch was. Peppa und Schorsch wünschen sich etwas. Rennauto. Oh, nicht sagen, was es ist. Hier sind ein Stück Kuchen und ein Glas Saft für den Weihnachtsmann. Und eine Möhre für die Rentiere. Wer kann das denn sein um diese Uhrzeit? Wir kaufen nichts an der Tür. Frohe weiße Weihnacht, das Fest steht vor der Tür. Weihnachtssänger. Auf der Erde, darum feiern wir. Oh, frohe Weihnachten. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Das war mein Zimmer, als ich ein kleines Schweinchen war. Der Weihnachtsmann weiß doch, wo Opa und Oma wohnen, oder Mama? Aber ja, er war schon viele Male hier. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Schorsch. Peppa und Schorsch sind eingeschlafen. Und wenn sie wieder aufwachen, dann ist Weihnachten. Baby Alexander. Heute bekommen Peppa und Schorsch Besuch von ihrer Cousine Chloe. Mama, wann kommt meine Cousine Chloe endlich? Sie kommt bald, Peppa. Und Baby Alexander kommt auch mit, weißt du? Oh, aber Babys schreien die ganze Zeit. Laut und nervig. Na, so laut wird Baby Alexander bestimmt nicht sein. Was?
Was ist das denn? Ist das eine Alarmanlage? Oder das Feuerwehrauto? Nein, es ist Baby Alexander. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Hallo, Cousine Chloe. Hallo zusammen. Hallo, Onkel Wutz. Hallo. Hallo, Tante Wutz. Du kennst unser Baby Alexander noch, oder, Peppa? Ja. Ja, bleibt ihr für ein paar Tage hier? Nein, das braucht Alexander alles für einen Tag. Du kannst nirgends mehr hingehen ohne dieses ganze Babyzeugs. Oh. Hallo, Baby Alexander. Er spricht nicht, Peppa. Wenn er nicht spricht, woher wisst ihr denn dann, was er will? Wir schätzen. Ich schätze, er hat Hunger. Peppa, willst du mir helfen, Alexander zu füttern? Ja, gerne. Mittagessenszeit für Baby Alexander. Sieh mal, deine Cousine Peppa gibt dir heute den Brei, Alexander. Bitte schön, Baby. Bäh. Oh, hier, lecker. Bäh. Er dreht immer seinen Kopf weg. Bäh. Baby Alexander zu füttern ist ziemlich schwierig. Guck mal. Hier kommt ein Flugzeug an. Ui! Alexander mag's gern, wenn man spielt, dass der Löffel ein Flugzeug ist. Versuch du's nochmal, Peppa. Hier kommt ein Flugzeug an. Schön den Mund auf und rein in die Garage. Hurra! Das war ein Flugzeug. Kannst du das schon sagen? Flugzeug. Ich sag dir doch, er spricht nicht. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Peppa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Nein. Das war Mama. Ich dachte, Peppas erstes Wort war Papa. Nein, Mama. Was hat Schorsch denn als erstes gesagt? Dinosaurier. Das erste Wort von Schorsch war Dinosaurier. Sieht so aus, als hätte hier jemand gut gegessen. Ja, jetzt wird gebadet. Baby Alexander wird gebadet. Das ist der Dinosaurier. Sag mal, Dinosaurier. Tata. Er spricht nicht, Peppa. Aber irgendwann spricht er bestimmt. Und dann wisst ihr endlich, was er will. Was willst du denn jetzt machen, Alexander? Peppa. Ich glaube, er möchte ein bisschen rausgehen. Laufen kann er noch nicht, aber wir fahren ihn im Buggy spazieren. Gar nicht übel, dieser Buggy. Ja. Fünfgänge, Schmutzfänger und ABS sind Standard. Bla, bla, bla. So reden nur Papas. Alexander freut sich, wenn du sprichst, Peppa. Ja, ich bin nämlich auch sehr interessant. Was ist der Himmel? Sag doch mal. Himmel. Papa. Aus dem Himmel kommt der Regen runter. Sag doch mal Regen. Regen ist gut für Enten und Pflanzen. Und er macht tolle Matschepfützen. Peppa hat eine große Matschepfütze gefunden. Guck mal, Alexander. Ich hüpfe in einer Matschepfütze rum. Es gibt nichts Schöneres als Matschepfützen. Matsche. Oh. Alexander hat sein erstes Wort gesagt. Matsche. Hurra! Matsche! Und ich hab's ihm beigebracht. Matsche! Im Krankenhaus. In der Spielgruppe sind heute alle draußen. Peppa und ihre Freunde haben Spaß, herumzutoben. Was ist mit dir, Peppa? Mein Knie tut weh. Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön. Also, Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi. Pedro ist im Krankenhaus. Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony.
Denkt daran, Kinder. Bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh. Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation! Petro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo, Petro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich hab mir das Bein gebrochen und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah! Der Gipsverband hilft, dass Petros Bein wieder heilt. Ich hab mir am Knie wehgetan und ich hab auch einen Verband. Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja! Alle Kinder malen etwas auf Petros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel. Ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll. Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf mein Pflaster malen. Gut, ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro. Petro, wie ist es eigentlich im Krankenhaus? Ganz toll. Wie sind die Krankenschwestern? Die schenken mir Aufkleber. Toll. Und sie kommen immer sofort, wenn ich hier drauf drücke. Was ist das schon wieder? Ich tippe auf Pedro. Was ist denn los, Pedro? Wir haben sehr viel zu tun. Mich juckt es ein bisschen. Auch wenn dein Bein juckt, Pedro. Der Gips muss trotzdem dranbleiben, bis dein Bein wieder heile ist. Aber mein Bein juckt gar nicht. Es juckt hinterm Ohr. Ist es so besser? Ja, danke schön. Essenszeit! Was möchtest du denn heute gern, Pedro? Ich hätte gern Spaghetti und Schokopudding, bitte. Darfst du etwa im Bett essen? Ja! das sieht gut aus. Dr. Braunbär kommt, um zu sehen, wie es Pedro geht. Wie geht's uns denn heute, Pedro? Hinterm Ohr juckt es ein bisschen. Genau hier. Ich glaube, du bist fast gesund. Die Besuchszeit ist vorbei. Wiedersehen, Pedro. Auf Wiedersehen. Gute Besserung, Pedro. Danke, Madame Gazelle. Wieder einmal ist die Spielgruppe draußen. Peppa und ihre Freunde haben Spaß, herumzutoben. Madame Gazelle, mein Pflaster ist abgegangen. Kann ich ein neues haben? Du brauchst kein Pflaster mehr, Peppa. Dein Knie ist wieder heile. Oh ja! Hallo zusammen. Pedro Pony ist wieder da. Oh, hallo Pedro. Wo ist dein Gipsverband? Der Gips ist ab und mein Bein ist wieder heile. Ist es denn auch wieder stark? Es ist stärker, als es vorher war. Es ist ein Superbein. Kannst du damit rennen? Guck mal. Pedro hat wieder großen Spaß daran, herumzurennen. Alle haben großen Spaß daran, herumzurennen. Pfeifen. Es ist ein schöner, sonniger Morgen und Papa Wutz liest seine Zeitung. Papa, was machst du denn da? Ich lese gemütlich Zeitung. Du machst aber ein lustiges Geräusch dabei. Ja, ich pfeife. Oh. Pfeifen macht Spaß. Versuch's doch auch mal. Aber wie macht man das? Ganz einfach. Du musst nur mit dem Mund ein O machen und pusten. Versuch mal noch ein kleineres O zu machen. Eher so. Und schon pfeifst du eine Melodie. Ich habe einfach nicht den richtigen Mund dafür. Dein Mund ist in Ordnung. Du brauchst nur ein bisschen Übung. Das ist unmöglich. Man braucht nun mal Zeit, um die wichtigen Dinge zu lernen. Sowas wie Fahrradfahren oder gar Klavierspielen. Es hat Jahre gedauert, bis ich mit den Ohren wackeln konnte. Bah!
Mama Wutz ist in der Küche und backt Plätzchen. Was machst du da, Peppa? Ich lerne zu pfeifen. Oh, ich verstehe. Mama, kannst du pfeifen? Ich weiß nicht. Ich hab's noch nie probiert. Man braucht ganz viel Übung dafür. Oh ja. Mama Wutz kann pfeifen. Du kannst pfeifen. Du bist ja auch schon alt, Mama. Danke, Peppa. Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten. Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich. Genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi Locker anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift, aber ich kriege es immer noch nicht hin. Das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist Pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erstmal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Kannst du inzwischen pfeifen? Es hat keinen Zweck, Papa. Ich werde es niemals schaffen zu pfeifen. Niemals. Hast du denn auch fleißig geübt? Ja, oft. Aber es funktioniert nicht. Du brauchst erst mal eine Pause, Peppa. Hier, nimm dir ein Plätzchen. Das ist heiß. Du musst pusten. Oh, was war das? Für mich hat sich das nach Pfeifen angehört. Das machst du aber schön. Peppa hat gelernt zu pfeifen. Ich kann pfeifen. Kleine Wesen. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz bei der Gemüseernte. Peppa! Hier ist ein Salat. Dankeschön, Opa. Oh, was ist denn das? Uah, da sitzt ein scheußliches Monster mittendrin. Monster. Hoho, das ist doch kein Monster. Das ist bloß eine kleine Schnecke. Oh, wohin ist sie verschwunden? Sie versteckt sich im Schneckenhaus. Wohnt sie denn da drin? Ja, es ist ihr Haus. Schau, sie kommt wieder raus. Da ist sie. Hallo, Frau Schnecke. Opa, hat denn Frau Schnecke auch ein Bett in ihrem Haus? Hoho, nein, Peppa. Wenn ich eine Schnecke wäre, hätte ich ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und einen Kühlschrank und einen Fernseher. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gemüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel. Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau, jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat auf. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken.
Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken, wir sind freche Schnecken. Überraschung! Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Können wir auch Schnecken sein? Ich befürchte, ich habe nicht für jeden von euch einen Korb. Oh. Ihr könntet doch auch etwas anderes sein. Da gibt's viel Spannendes in einem Garten. Eine Karotte? Luisa Löffel mag gern Karotten. Nein, Luisa, keine Karotte. Kommt doch mal her. Was ist das für ein Gesumm? Es kommt hier aus dem kleinen Haus. Du Opa, warum kommt hier aus dem Puppenhaus dieses komisch summende Geräusch? Das ist kein Puppenhaus, Peppa. Es ist ein Bienenhaus, genannt Bienenstock. Oh. Seht mal, hier kommt eine. Was will sie denn nur? Sie sammelt den Nektar aus den Blüten und fliegt dann zum Bienenstock, um Honig daraus zu machen. Hm, ich liebe Honig. Wollen wir Biene spielen? Summ, summ, summ. Ja, wir sind Bienen. Summ, 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 summ. Fein, welch fleißige Bienchen. Genau, wir sind fleißige Bienen. Und jetzt fliegen wir zum Bienenstock zurück und machen Honig. Gütiger Himmel, was ist denn hier los? Omi, wir sind fleißige Bienen. Bzzz. Ah, mögen die fleißigen Bienchen Toast? Ja, bitte. Was mögt ihr denn gern auf euren Toast? Honig. Ihr habt Glück, genau das habe ich gemacht. Toast mit Honig. Hurra! Ich bin gerne eine Biene, weil sie dauernd leckeren Honig essen. Ich bin gerne eine Schnecke. Sie essen Opas ganzen Blattsalat. Oh! Oh! Du frecher Schlingel! Ho, 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 ho. Die Tankstelle von Opa Clef. Das ist die Tankstelle von Opa Clef. Da kommen Peppa und ihre Familie mit ihrem Auto. Hallo Klausi. Hallo Peppa. Was können wir für euch tun? Wir haben Benzin, Luft für die Reifen und eine neue automatische Waschanlage. Zwei Eis am Stiel bitte. Oh, aber sicher. An der Tankstelle von Opa Clef gibt es viel zu kaufen. Sogar Eis am Stiel. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich liebe unser Auto. Hoho, und unser Auto liebt uns auch. Oder nicht? Auweia, das Auto ist stehen geblieben. Das ist nicht gut. Es springt nicht an. Ich weiß was. Ich rufe Opa Clef an. Opa Clef am Apparat. Hilfe, unser Auto ist kaputt gegangen. Klausi, wir haben einen Notfalleinsatz. Yippie! Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Guckt mal, da sind Klausi und Opa Clef. Hurra! Opa Clef weiß alles über Autos. Hm. Ist es was Ernstes? Nein, ihr habt bloß kein Benzin mehr. Was sollen wir tun? An meiner Tankstelle gibt es genug Benzin. Ich schleppe euch ab. Opa Clef schleppt Peppas Auto zurück zu seiner Tankstelle. Opa Clef tankt Peppas Auto mit Benzin auf. Danke, Opa Clef. Da kommt Luzi Locke mit ihrer Mama angefahren. Hallo.
Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Wir hatten kein Benzin mehr. Opa Cleff hat uns gerettet. Boah, wie aufregend. Tschüss, bis später. Wiedersehen. Oh nein, aus dem Reifen ist die ganze Luft raus. Muss Opa Cleff uns retten kommen? Ich glaube schon. Opa Cleff am Apparat. Verstehe. Keine Panik, Mama Locke, bin unterwegs. Rettungsaktion läuft. Darf ich auch mit? Hüpf an Bord, Peppa. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Hallo, Luzi. Wir kommen, um euch zu retten. Hurra! Opa Cleff füllt wieder Luft in den Reifen. Danke, Opa Cleff. Hier kommen Oma und Opa Wutz mit ihrem Auto. Hallo zusammen. Hallo, Opa Wutz. Hättet ihr gern etwas Benzin oder Luft? Nein, danke. Ich möchte deine neue Waschanlage ausprobieren. Selbstverständlich. Sie ist computergesteuert. Willkommen. Ich bin die Waschanlage der Zukunft. Zuerst Seifenlauge. Dann spülen. Und zum Schluss polieren. Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Auweia, der Computer ist kaputt und Opa Wutz Auto steckt fest. Ah, unternimm etwas, Opa Cleff. Oh, ich weiß nicht, wie man Computer repariert. Mein Papa hat unseren Computer repariert. Naja, ich habe ihn eigentlich nicht repariert, ich habe ihn bloß... Gut, dann ist das ein Auftrag für Papa Wutz. Vielleicht schalte ich ihn einfach mal aus. Und dann schalte ich ihn wieder ein. Papa Wutz hat die Waschanlage repariert. Hurra! Opa Cleff ist der beste Autoreparierer. Aber mein Papa hat die Waschanlage repariert. Stau! Oma Wutz und Opa Wutz bereiten das Essen für Peppa und ihre Familie vor. Ich habe noch mehr Kartoffeln ausgegraben. Aber Opa, wir haben schon so viele Kartoffeln. Och, Kartoffeln kann man nie genug haben. Na gut, dann schieb die Kartoffeln in den Ofen. Die anderen sind bald da. Hoho, es ist noch genug Zeit. Es ist erst 11 Uhr. Peppa und ihre Familie sind auf dem Weg. Wären wir nur früher losgefahren, wir kommen wieder zu spät. Keine Sorge, Mama Wutz. Wir haben noch massig Zeit. Wir kommen immer zu spät, wenn wir zu Oma und Opa fahren. Hoho, diesmal nicht. Ich habe einen neuen Weg gefunden, um dem Verkehr auszuweichen. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Peppa und ihre Familie stecken im Stau. Guck mal, da sind Klausi Cleff und Opa Cleff. Klausi Cleff und Opa Cleff stecken auch im Stau. Hallo, Peppa. Hallo, Peppa. Wir fahren zu Oma und Opa zum Essen. Aber wir kommen wieder zu spät. Es ist 1 Uhr. Sie sind zu spät. Wie immer. Wie weit sind deine Kartoffeln? Sie brauchen noch ein ganz kleines bisschen. Oma Wutz am Apparat. Hallo, Oma Wutz. Wir stecken noch im Stau. Keine Sorge. Wir sind auch spät dran. Opa hat es mit den Kartoffeln etwas übertrieben. Bis gleich. Die Ärmsten, sie stecken noch im Stau fest. Oh, dann habe ich ja Zeit, um noch ein paar Kartoffeln zu holen. Opa Wutz. Es geht ja so langsam. So kommen wir nie zu Oma und Opa. Peppa hat recht. Wir müssen anders fahren. Aber es gibt keine weiteren Hauptstraßen. Ich weiß eine Abkürzung. Auf Wiedersehen, ihr alle. Wir nehmen die Abkürzung. Wiedersehen, Peppa. Viel Glück. Mama Wutz nimmt eine Abkürzung, um den Stau zu umfahren. Die Abkürzung ist sehr holperig. Das macht Spaß.
Bist du dir da ganz sicher? Vertrau mir. Hallo Enten, wir nehmen eine Abkürzung. Seht ihr, da ist wieder die Hauptstraße. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber wir sind immer noch hinter Klausis Laster. Hallo. Wen haben wir denn da? Oh je, die Abkürzung von Mama Wutz hat nicht sehr gut funktioniert. Gut, Essen ist fertig. Und am allerwichtigsten, die Kartoffeln sind auch gar. Das Essen ist fertig, aber Peppa und ihre Familie sind immer noch nicht da. Opa Wutz am Apparat. Wir sind schon fast bei euch. Aber die Autos bewegen sich nur im Schneckentempo. Eine sehr, sehr langsame Schnecke. Sie sind fast da, aber sie stecken immer noch im Stau. Die Ärmsten. Das Essen wird ja ganz kalt. Ich habe eine Idee. Ich hole meine Schubkarre. Was hat Opa Wutz vor? Oma Wutz, wir laden jetzt das Essen in die Schubkarre. Zu Befehl, Opa Wutz. Wenn Sie nicht zum Essen kommen können, dann muss das Essen eben zu Ihnen kommen. Seht mal, da sind Oma und Opa mit dem Essen in einer Schubkarre. Wutz, ahoi! Das Essen wird serviert. Habt ihr genug dabei, damit auch Klausi und sein Opa was abbekommen? Es ist genug für alle da. Hurra! Kartoffeln! Gut, dass du so viele Kartoffeln gebacken hast, Opa. Hoho! Kartoffeln kann man doch nie genug haben.